Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Plan, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Hier herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Der Titel lautet Testament, Doppelpunkt, Papier und Stift reichen aus. Ja, Testament. Ihr wisst ja, ich bin Estate Planner, der Fachmann für Vermögenssicherung, Vermögensnachfolge. Stelle ich natürlich meinen Mandanten immer die Frage im Rahmen des Probesterbens, was passiert denn, wenn du gestern verstorben wärst? Und damit verbunden ist natürlich die Frage, hast du ein Testament? Weil ein Testament soll regeln, wer soll was bekommen. Und da gibt es natürlich viele, viele Fehler, die man machen kann. Es gibt in der Tat von 10 Personen, die ich frage, sagen mir 7, ich habe kein Testament. Die 3, die sagen, ich habe ein Testament, da kann man von ausgehen, von den 3 waren einer oder 0,5 waren beim Notar, haben sich da professionell beraten lassen, 2,5, das ist meine persönliche Statistik, haben das Testament selbst gemacht. Und zwar ein Papier, ein Stift und haben angefangen, haben drüber geschrieben, Testament, und haben vorher Dr. Google gefragt, haben ein bisschen gegoogelt, haben mal irgendwie in der Zeitschrift von was gelesen, haben vielleicht von dem einen oder anderen Bekannten mal was gehört und haben dann angefangen zu schreiben. Tja, und da ist die Fehlerquote natürlich sehr, sehr, sehr hoch. Was kann denn da alles passieren? Ich habe mal so 7 Punkte, ja, ich glaube 7 sind es, zusammengefasst, möchte ich mal kurz hier anteasern, um mal darauf hinzuweisen, welche Fehler können denn da gemacht werden? Weil Papier und Stift reicht nicht immer aus. Erst einmal das Thema, kein Testament machen, ist aus meiner Sicht schon mal ein Fehler. Es sei denn, du hast wirklich, bist verheiratet, hast einen Partner, keine Kinder oder nur ein Kind, hast nicht viel zu verteilen, da ist das Thema, wer nicht viel hat, muss ich auch nicht viel darüber Gedanken machen, etwas zu verteilen. Hast du aber viel, auch mehrere Kinder, auch spezielle Familiensituationen und gerade hast du ein hohes Vermögen, musst du aus meiner Sicht ganz klar ein Testament machen, denn das Finanzamt freut sich, wenn du nichts gemacht hast und vielleicht der ein oder andere Erbe freut sich auch, wenn du vergessen hast, was richtig Gutes zu formulieren. Da kriegen manchmal Leute Geld, wo du im Nachhinein hättest eigentlich gesagt, oder im Vorhinein, wenn du es gewusst hättest, gesagt hättest, oh, ey, der hätte das nicht bekommen oder die hätte das nicht bekommen sollen. Also kein Testament. Ohne Testament im Leben, sagen wir mal, durchs Leben zu gehen, halte ich für einen Fehler. Es sei denn, wie gesagt, du hast kein Geld, hast nur ein Kind und hast einen Partner. Dann musst du aus meiner Sicht sicherlich nicht viel reden. Aber es gibt natürlich immer die berühmte Ausnahme. Ja, dann Punkt 2, die falsche Form ist gewählt worden. Du machst ein handschriftliches Testament, denkst, das reicht ja aus, weil du weißt, wenn du zum Notar gehst, dann musst du im Prinzip auch Geld für bezahlen. Der Notar macht das nicht für umsonst, der will dafür Geld haben. Und du machst dann ein handschriftliches Testament. Manche Leute sagen, ups, ich habe ja hier eine scheiß Handschrift, die kann kein Mensch lesen, meine Hieroglyphen. Ich schreibe das einfach mit dem Computer, mit der Schreibmaschine so oldfächend runter, unterschreibe das Ding. Ja, Achtung, Formfehler, das Ding ist nicht wirksam. Oder es wird Ort, Datum, Unterschrift vergessen beispielsweise. Man schreibt einfach, ich testiere, im Falle meines Ablebens soll mein Kind und meine Frau das Ganze erben. Es ist kein Datum drunter, es ist keine Unterschrift drunter. Da muss das Testament nachher eingereicht werden. Ist das denn wirklich die Handschrift des Verstorbenen und so weiter? Kann das zugeordnet werden? Dann muss das vom Gericht geklärt werden. Das heißt also, die falsche Form führt auch dazu, dass es entweder unwirksam ist oder nachher vom Gericht auch interpretiert werden muss. Da komme ich auch zu Punkt 3, unklare Formulierung. Das Thema ist, du lässt dich nicht beraten. Die Person, die ein Testament selbst schreibt, hat sich nicht beraten lassen. Und was passiert? Da werden irgendwelche Formulierungen reingenommen. Ich habe da einmal ein Beispiel gehabt letztens. Da schreibt ein, das ist ein Medizinermandant, schreibt, meine über alles geliebte Frau soll alles erben. Ja? Und dann sind noch 5 Kinder vorhanden.
Wer ist die über alles geliebte Frau? Ist das die Geliebte? Ist das die Ehefrau? Da kann irgendeine Geliebte aus der Ecke irgendwo zum Todeszeitpunkt aus der am Grab stehen und sagen, ich bin die über alles geliebte Frau, nicht du Ehefrau. Und ich hatte ja nicht geliebt, sonst hätte er mich nicht als Spusi gehabt. Ja, das heißt also, unklare Formulierungen führen ganz klar dazu, dass Testamente ja unwirksam sind oder wieder vor Gericht interpretiert werden müssen, was ist denn überhaupt gemeint. Und dann ist die Frage, ob das Gericht das so interpretiert, wie der Verstorbene es eigentlich gemeint hat. Na, also Auslegung von Testamenten ist keine lustige Sache. Deshalb ist ganz wichtig, ein eindeutiger Wortlaut, wo ganz klar heraus hervorgeht, was meint denn derjenige? Und man sollte auch nicht dann irgendwie zuerst soll der erben, dann soll der erben und ich mache ein Vermächtnis und da werden Begrifflichkeiten reingenommen, die eigentlich eine ganz klare Definition haben. Aber wenn ein Nichtfachmann Begriffe macht, Begriffe wählt, die er irgendwo aus dem Internet herausgesucht hat, führt das meistens zu absolutem Chaos. Und das ist leider so, viele, viele Testamente, die vorhanden sind, sind wirklich unklar und führen zu Problemen, wenn sie nicht gar unwirksam sind. Ja, und Punkt 4 natürlich, unser liebes Finanzamt. Die Steuer ist überhaupt nicht mit berücksichtigt worden. Ihr kennt das, es gibt Freibeträge unter Eheleuten. 500.000 Euro können steuerfrei rübergehen und von jedem Eltern auf Kinder kann von jedem Elternteil 400.000 Euro innerhalb von 10 Jahren auf jedes Kind vererbt werden. Damit kann man schon einiges machen, aber ich habe jetzt sehr, sehr viel gut verdienen, reichen Mandanten zu tun, das ist mein täglich Brot, da reichen diese Freibeträge bei weitem nicht auf. Und man muss eins sagen, bis 6 Millionen Euro Erbe wird das Erbe, das was über den Freibetrag hinaus an Erbe rübergeht in die nächste Generation oder an den Partner, wird mit 19% versteuert. Also ein Beispiel, wenn eine Million vererbt wird, außerhalb der Freibeträge, sind das 190.000 Euro Steuern. Das Finanzamt freut sich. Die Erben sind gute Kunden beim Finanzamt. Aber soll das? Muss das so sein? Nein. Das heißt, wer die Steuer hier nicht bedenkt und denkt, ach, das reicht schon aus, warum soll ich ein Testament machen? Und die Freibeträge habe ich mal gehört, das passt schon alles und so weiter und so fort. Nee, hier muss eine ganz klare Steuerstrategie gefahren werden, gerade wenn du Geld hast, wenn du unternehmerisches Vermögen hast. Du hast Depots, du hast Familien, Verpachtungsimmobilien, große Immobilien, großes Vermögen und. Du musst unbedingt hier eine Steuerstrategie haben, sonst geht das Geld ans Finanzamt und es wird Geld im Prinzip so dumm verschleudert, weil nachher beispielsweise auch Substanz aufgelöst werden muss und verkauft werden muss. Ich habe sehr oft, dass das Vermögen von meinen Mandanten sehr, sehr kopflastig ist, einseitig investiert ist, zum Beispiel in Steine, sprich in Immobilien. Ja, wenn die Immobilie zum Teil auch aus Steuergründen noch mit Vermietung, im Bereich Familienverpachtung, auch mit Fremdkapital verschuldet sind und so weiter, die gehen nachher ins Erbe, kann es durchaus sein, dass dann die Einnahmeimmobilie beliehen werden muss, sogar verkauft werden muss, weil der Erbe sich diese Steuer nicht leisten kann. Auch nicht in der Lage ist, durch eigenes Einkommen die Immobilien richtig gut auch liquiditätsmäßig weiterzuführen, weil er weiß, wenn ich jetzt ein bisschen reinbuttere, dann habe ich nachher richtig, richtig Cash aus dem, was ich hier geschenkt oder auch geerbt habe. Ja, also die unterschiedlichen Steuersätze, Steuerklassen, Freibeträge müssen unbedingt mit berücksichtigt werden. Die Steuer ist nicht bedacht worden, das war mein Punkt 4. Ja, Punkt 5, kein Rat einholen. Ich meine, da muss ich immer sagen, ich bin immer wieder erstaunt, dass Leute sich hinsetzen und fangen an, selbst sich mit dem Thema Erbenschenken auseinanderzusetzen. Eins ist natürlich wichtig, du musst dir Gedanken darüber machen, wenn ich was habe, wer soll was, wann, wie bekommen? Das ist Aufgabe für dich. Da musst du dir natürlich Gedanken darüber machen, wen willst du überhaupt bedenken? Aber wenn du diese grundsätzlichen Überlegungen gemacht hast, nimm einen Fachmann mit an den Tisch, der dich führt und der dir deine Ziele und Wünsche übersetzt. Was ist überhaupt möglich? Steuerlich, liquiditätsmäßig, aus der rechtlichen Seite, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was sind die emotionalen Dinge, die beachtet werden müssen. Das ist auch mein Tagesjob als Estate Planner. Als Estate Planner beschäftige ich mich ja mit dem Thema Vermögenssicherung, Vermögensnachfolge.
Da schaue ich mir an und moderiere solche Sachen. Willst du wirklich jetzt schon Geld an die Kinder abgeben? Wollen wir nicht wirklich mal mit dem Steuerberater zusammensetzen, eine Steuerstrategie machen, bevor du bitte schön zum Notar gehst? Lass uns doch lieber überlegen, ob es andere Möglichkeiten gibt, einfach die Immobilie über Niesbach an die Partner oder an die Kinder abzugeben. Das ist nicht immer hochspannend und vor allem nicht immer hochlukrativ, wenn man so 0815 Dinge macht. Wichtig ist also, du brauchst Berater und du brauchst die richtigen Berater. Wer kommt in Frage? Der Steuerberater, der Rechtsanwalt, der Notar, Estate Planner, Vermögensberater. Wobei ich empfehle immer, geh zuerst bitte zu einem Berater, der sich mit Liquidität, mit Zielen und Wünschen beschäftigt. Also meine Branche, das ist mein Thema Estate Planning, Erben schenken, Vermögenssicherung, Vermögensnachfolge. Ich kenne alle Assets meiner Mandanten, ich kenne die Familiensituation, ich kenne die Generationen, die vorhanden sind in der Familie, ob Eltern, Großeltern da sind, ob die Kinder minderjährig sind, kenne die ganzen Ziele, Wünsche, Vermögensverhältnisse. Da kann man zuerst mal eine Vorbesprechung machen und dann wird als nächstes der Steuerberater auch zeitgleich mit ins Boot geholt. Der Tagessteuerberater, der kennt das Mandat, aber weil Erben schenken ist ein spezielles Thema, damit hat der Tagessteuerberater nicht immer viel mit am Hut. Die meisten Steuerberater sind eh schon im Tagesgeschäft so involviert in ihre Arbeit, die wissen weder ein noch aus, selbst wenn sie die Qualifikation haben, sich über Erbengeschenke Gedanken zu machen, Strategien zu entwickeln. Sie schaffen es einfach zeitlich nicht. Und das Zweite ist, viele können es aber und wollen es fachlich nicht, weil Erbengeschenken ist wieder ganz, ganz speziell. Du kannst dir vorstellen, der Steuerberater ist wie ein praktischer Arzt, der das Tagesgeschäft machen will. Und wenn er nicht weiterkommt, was macht der praktische Arzt? Der schickt die Mandanten, der schickt seine Patienten zum Kardiologen, zum Herzspezialisten, der dann im Prinzip einen Stand setzen muss. Und so ist das auch hier im Bereich des Erbenschenkens. Manchmal musst du einen Kardiologen haben, sprich einen Spezialisten, der sich auskennt in Erben und Schenken. Das kann der praktische Arzt, sprich der Tagessteuerberater, kann diesen Job nicht erfüllen. Genauso, wenn du zum Notar gehst und sagst, hey, ich möchte meinem Kind was Gutes tun, der zieht die Schublade auf, als Bild dafür, drückt einen Computertaste, da wird irgendein Standardvertrag ausgeschüttet, der fragt nichts, wer bist du, was machst du, wo ist dein Vermögen aufgestellt, wie ist es aufgestellt, ist es irgendwie kopflastig im Bereich Immobilien oder Aktien, whatever, oder hast du für Gold gekauft und wie sind deine Ziele und Wünsche, was muss beachtet werden und, oder ist gar noch ein Spusi zu versorgen, also Freund, Freundin, und so weiter, oder in Patchwork-Familien, was ist da zu beachten? Da werden keine Fragen gestellt von den Notaren. Der Kunde, der hingeht zum Notar, sagt auch meist nicht, was er hat, weil er mal gehört hat, ey, je mehr ich dem Notar erzähle, desto mehr weiß er, was ich an Vermögen habe. Und je höher das Vermögen ist, das ich dem Notar benenne, desto höher ist die Rechnung, die er mir schreibt. Denn der Notar schreibt Rechnung aufgrund eines Gegenstandswerts. Und Basis dafür ist das Vermögen des Mandanten. Tja, wie willst du dann gut beraten werden? Stell dir vor, du gehst zum Arzt, sag, pass mal auf, ich erzähle dir nichts, damit es möglichst billig ist, damit du mich nicht viel untersuchst, aber du musst mir jetzt ein Medikament verschreiben. Kann das gut gehen? Nee, mit Sicherheit geht das nicht gut. Genauso ist das halt, du musst schon Berater haben, die alles, wirklich alles von dir kennen. Sämtliche Einnahmen, sämtliche Ausgaben, sämtliche Assets, die du hast, die müssen riskantes Vermögen kennen, die müssen wissen, ob du schon irgendwelche Verträge in deiner Schublade liegen hast, die müssen das Unternehmen kennen, die Gesellschaftsverträge kennen, die müssen, wenn Eheverträge da sind, müssen die kennen und. Es muss also ganzheitlich, ist das schöne Stichwort dafür, ein Kassensturz gemacht werden und dann kann maßgeschneidert beraten werden. Ja, dann Punkt 6, Patchwork außer Acht lassen. Tja, das ist heute, jeder Zweite ist geschieden und was macht man dann? Dann kommt natürlich neuer Partner, Partnerin, dann kommen auch die Kinder zum Teil des neuen Partners und Partners mit dazu. Man hat auf einmal, hat man durch die Patchwork-Familie, das heißt verschiedene Familienstämme. Und das ist natürlich eine Aufgabe für den Berater zu beachten, Achtung, wenn wir jetzt Probesterben machen, wer ist denn erbberechtigt? Und es kann im Extremfall sogar sein, dass in die neue Patchwork-Familie Geld reingeht. Das sollte man lieber vielleicht zu den Kindern des Mannes oder der Frau, zu den eigenen Kindern gehen und nicht in die Familie der neuen Partner und des neuen Partners gehen. Also Patchwork ist ein ganz, ganz hoher Anspruch in der Beratung.
Erstaunlicherweise wird das von vielen Leuten nicht beachtet oder auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, auch sehr, sehr wichtig. Wenn die nicht verheiratet sind, gleichgeschlechtliche, dann werden sie im Prinzip wie nicht auch Unverheiratete, die im heterosexuellen Bereich, die dann Eigentum beispielsweise erwerben, da kommen die dollsten Sachen raus, wenn da auf einmal ein Todesfall stattfindet. Also ganz, ganz wichtig, Patchwork-Situationen und Situationen, wo Menschen nicht verheiratet sind miteinander, müssen unbedingt auseinandergefriemelt werden. Es muss geschaut werden, was bedeutet denn dann, wenn man Probesterben durchspielt, wer bekommt dann wirklich was, soll das auch so sein, was kostet der Spaß und wie kann man das Ganze optimieren. Ja, und dann Thema siebte Punkt, ich mir aufgeschrieben habe, wenn es handgeschrieben ist, ich habe ja am Anfang gesagt, es reicht eigentlich ein Zettel und Stift, ein Testament zu machen, aber es nutzt dir ein Testament, selbst wenn es inhaltlich und förmlich richtig aufgeschrieben ist, auch mit Datum, Unterschrift versehen ist, wenn es nicht gefunden wird oder wenn es vom Falschen gefunden wird. Das heißt, derjenige, der das Testament als erster nach dem Tod des Testierenden findet, entscheidet darüber, ob das Testament Bestand hat oder nicht. Sprich, der liest sich das durch, sagt, oh, ich bin auf den Pflichtteil gesetzt worden, es gefällt mir nicht, ich zerreiße jedes Blatt Papier, damit bin ich wieder gesetzlicher Erbe geworden und habe auf einmal mein Erbe kurz verdoppelt. Ja, also, deshalb ist da immer wichtig, wenn du es schon handschriftlich machst, hinterlege das Testament. Das kann also beim Versorgungsregister, beim Nachlassgericht hinterlegt werden. Und im Todesfall wird auch nachgefragt, ob im Nachlassgericht, im Versorgungsregister hier irgendwas hinterlegt ist. Auch im Bereich von, wenn man einen an Koma liegt und dement geworden ist, kann man nachfragen, ob es da irgendwelche schriftlichen Dokumente gibt, die einen Fahrplan vorgeben, was hier zu beachten ist oder auch hier im Falle des Testamentes, wer Erbe ist. Ja, das waren so die sieben Punkte, die ich jetzt mal so durchgeritten habe. Man könnte natürlich über jeden einzelnen Punkt auch wieder stundenlang erzählen, aber das Ganze soll immer so ein Wachrüttler sein. Es soll ein Problembewusstsein wirklich geschaffen werden von meiner Seite, damit du weißt, du brauchst ein Testament und bitte, bitte, bitte mach eins, aber nicht alleine. Du brauchst Experten. Brauchst du Hilfe mit Rat und Tat, komm bitte auf mich zu. Meine Kontaktdaten stehen in den Shownotes drin. Schick mir eine E-Mail, schick mir eine WhatsApp und so weiter. Dann können wir gerne in einem Klärungsgespräch besprechen, ob ich da dir überhaupt helfen kann, ob ich der richtige Mann da für dich bin. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und wie immer liken, teilen, weitersagen. Geh hin und sobald der Podcast draußen ist, nimm den Link und schick ihn weiter an Freunde, Bekannte, denn auch die sollten ein Testament machen. Alles Gute, dein Holger.